Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in World of Warships. Mal wieder den Kremlin ausgepackt, auch wenn dieser zurzeit echt schwer zu spielen ist. Denn ja, es gibt halt zu viele passive Spieler, sagen wir es mal vorsichtig, die halt hinter Inseln bleiben, das eigene Team kommt nicht mit. Ja, ist man da quasi aufgeschmissen, wenn man vorfahren will und tanken will. Was halt die Kremlin halt sehr, sehr gut kann. Aber für alleine bist du halt aufgeschmissen. Zudem halt die ganzen HE-Ballerbuden, die dich halt gnadenlos abfackeln. Mal schauen. Nichtsdestotrotz werde ich das tun, was die Kreml am besten kann. Ich muss halt nur so ein bisschen hoffen, dass die Team jetzt ein bisschen mitmachen. Also ich habe ja hier schon so ein bisschen Glück, dass Ignis Molenz, bei aber die AFK ist, der ganz toll. Eine Worcester. Die können mich ja perfekt unterstützen. Wenn ich die beiden wegtanke. Dann können die frei Damage machen. Kannst ja auch nochmal schreiben. I push in A. Please support. Haben wir nur zwei TDs dabei. Gut, einer von denen wird sowieso zu A fahren. So viel steht fest. Und wahrscheinlich wird es dann auch die Shima sein und mich ins nächste Level torpedieren. Mal schauen, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich hoffe eher, dass man noch irgendwie einen Kreuzer erwischt, der sich da irgendwie in G2 da irgendwo hinstellen will. Ein paar Kreuzer sind ja auch dabei, gerade eine Moskauer Breitseite, die Plymouth genauso. Mit ein bisschen Glück komplett rausnehmen. Schön ist er auf jeden Fall, ne? Vor allem die Silhouette von vorne. Da ist halt nicht so viel, was man hier beballern könnte. Oh, guck mal hier. Die Moskauer. Na, die wird wohl jetzt nicht mehr breit eindrehen. Mann. Und erste Salve Doppelbrand, ist ja klar. Skillmar Brandschutz, haben sie gesagt. Das ist voll geil, haben sie gesagt. Brennste wen, ja. Erste Salve Doppelbrand, ist klar. Oh, guck mal, eine ganze Menge angefahren. Aber der Schützturm wenigstens komplett zerstört. Naja, schade. Das ist natürlich auch cool. Ist die natürlich unsichtbar, genau. Na jetzt, dann nehmen wir halt die Desmo. Die zum Glück noch mit AP schießt. Jetzt nicht mehr. Schade, 4-7 nur. Eine Sekundäre kommt da schon. Ah ja, vom Kurfürsten. Alter, hallo. Rechnen langsam. Die knubbeln da schön hinterm Berg. Na gut. Werden jetzt erstmal den Punkt einnehmen. Oh, schon sehr, sehr viel kassiert. Oh, naja. Desmo hat halt kaum Reload. Die Moskau hat kaum Reload, wenn sie auf Reload spielt. Hat schon echt wehgetan. Hier wird wohl nichts kommen. Ich erstmal mal so positionieren, dass hier, wenn hier was aufgeht, ich auch gleich mit allen Türmen schießen kann. Ja, mich wird jetzt hier wohl von denen da wohl keiner pushen. Ufus fährt da hinten auch schon rückwärts. Hat mir auch den Einschein gemacht, dass wenn er auf Sekundär komplett geskillt war, so genau wie seine Sekundäre an mir ankam, wird das auch ein Sekundär-Ufus sein. Alter, also, macht ja auch keinen Sinn, aber gibt ja auch genug andere, die da einen Quatsch mit so einem Ufus machen. Aber schön bei 20 Kilometer schießen. Welcher verdammte Flieger macht mich da? Also da hinten die von der Sau. Toll. Können Sie mich natürlich schön weiter beballern, jetzt brenne ich gleich wieder. Smolensk am Arsch der Welt.
Da bringt die mir leider gar nichts. Tja, gut, ich könnte jetzt natürlich vorfahren, aber das wäre mein sicherer Tod. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen abwarten. Solange blockiere ich halt jetzt definitiv das Cap. Denn ja, die Desmo steht da schön hinter der Insel. Die Moskau steht hier hinter der Insel. Guck mal, die Vermont kommt hier rum hier fahren. Das ist doch ein schönes Ziel. Fast 19.000. Ein kleines bisschen noch rückwärts, aber wobei die Moskau kann mich so nicht beschießen. Tja. Bitte ruhig noch ein bisschen geradeaus fahren. Versucht natürlich nur anzuwinkeln. Eigentlich müssten wir da durchkommen. Oh, gar nichts. Okay. Das war jetzt nicht so schön. Der Winkel jetzt echt kacke, dass ich hier nicht durchkomme? Das verstehe ich gar nicht. Dass ich jetzt vorhin gar nichts gemacht habe mit 457 mm. Finde ich jetzt schon erstaunlich. Wird ja wohl hier durchkommen. Vielleicht war auch schon ein bisschen zu tief gezielt. Jetzt aber auch was anderes erwartet, oder? Natürlich auch so ein Sekundärschiff nicht so schlecht. Aber jetzt so spitz wie ich hier stehe, macht die Sekundäre ja auch nichts. So taken wir jetzt mal lieber die Vermont weg. Kommt noch ein bisschen wenig Schaden bei rum gerade. Kremlin kaputt genervt. Macht denn der Kurfürst da? Ich werde mal ein bisschen rückwärts fahren. Wo ich hier auch aufpassen muss, was die Heinis hier so machen. Die Vermont und die wieder vorwärts? Tatsache. Na gut. Natürlich gleich wieder zugegangen. Ist ja klar. Da auf. Dann ziehen wir mal ein bisschen höher. Besser. Ja gut, wir werden jetzt mal gucken, dass wir die Vermont kaputt kriegen. Mann, hier sind aber echt viele Schiffe, weil ich brauche hier nicht vorfahren, dann bin ich Schrott. Ja, so ein bisschen auch ein Kackgefühl hier, jetzt hier rumzustehen, aber was soll ich machen? Vorfahren ist mein Tod, ganz klar. Vor allem jetzt auf der ganz kurzen Distanz, wenn mich der Kurfürst Breitseite sieht, bin ich auf jeden Fall Schrott. Der will mich anscheinend auch pushen. So, halt. Vermont muss halt erstmal sterben, dann ist sie weg. Jetzt will der Kufus mich bestimmt rammen. In der Hoffnung, der geht nach Feuerschrott, das wäre ganz gut. Ist da noch ein Torp? Ah, Frontal macht der Kufus bei mir nichts, das kann er knicken. Nächste Salve ist er Schrott. Ah, los, macht den Kill. Beschäftige schon mal die Desmo. Macht denn die Walkester eigentlich da ganz hinten? Das verstehe ich halt auch noch nicht so und so. Das ist hier jetzt nicht wirklich eine Hilfe.
Immerhin noch die Yamato. Lol, sechs Abpraller. Natürlich. Also manche, oh Gott. Also manche Sachen sind ja echt ein bisschen lächerlich, oder? Ah, jetzt weg mal raus, ihr Torbt. Hoffentlich bekomme ich die Moskau noch gekillt. Ne, bekomme ich nicht. Tja, 2,5 Millionen sind es immerhin geworden, die ich getankt habe. Ja gut, ich habe halt immerhin das Cap bis zum Schluss halt verteidigt halt, ne? War ja jetzt nicht so verkehrt. Aber ich habe echt ein bisschen wenig Schaden gemacht für die Situation, die ich so hatte. Das ist halt irgendwie so. Nee. Eigentlich keine so eine schöne Runde. Aber ja, fürs Team halt viel, viel getankt. Muss man jetzt auch nicht bis zum Schluss weiter ankicken. Ich hätte ja von der Sache ja eh nicht anders machen können, ne? Wäre ich vorher rausgefahren, dann hätte ich so viel auf die Fresse gekriegt, dass ich auf jeden Fall schon eher gestorben wäre. So habe ich jetzt bis zum Schluss, wie gesagt, das Cap blockiert. Und ja, somit haben wir ja die Hälfte des Teams hier beschäftigt irgendwie. Das ist eine Option, die man halt auch machen kann, ne? So, von daher. Schauen wir mal. 106, ja. Immerhin, wie gesagt, Funk eingenommen, zwei Schiffe kaputt. Geht auch schlimmer. Geht auch schlimmer. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.